So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, geht weiter. Wir haben heute schon den nächsten Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich gestern gevloggt habe. Gestern war Janni da, Leute, Twitch Farming. Janni war gestern da und ist auch eine Runde Drescher gefahren. Quatsch, Häcksler. Und könnt ihr gerne auf seinen Kanal mal reingucken. Er ist zum ersten Mal in seinem Leben Maishäcksler gefahren. Ja, wir haben die ersten zwei Stücken hier runter und der Durchschnittsertrag auf dem ersten Stück war über 16 Tonnen auf dem Hektar Trockenmasse. Ja, wir sprechen mal von Trockenmasse, ist immer ein bereinigter Wert. Wasser spielt da keinen Einfluss dann mehr. Das zweite Stück tatsächlich 17,2 Tonnen, waren aber auch die besten Böden, um ehrlich zu sein. So, jetzt gucken wir uns den hier an und der hier ist gar nicht so groß, beziehungsweise so hoch. Aber der ist massig. Das ist total verrückt. Also ich fahre hier auch gar nicht sonderlich schnell. Ich fahre jetzt hier 5 km/h. Und wir sind hier bei 50 Tonnen pro Hektar bei 39% Trockenmasse. Das heißt auch irgendwo dicht an den 20 Tonnen pro Hektar, die wir hier gerade haben. Ein bisschen Wildschaden haben wir. Da gehen wir runter auf 12 Tonnen Trockenmasse auf den Hektar. Aber alles in allem, für diesen Standort hier ist das schon gut. Das ist kein guter Boden, muss man ehrlich sagen. Hier standen die Sonnenblumen letztes Jahr. Wir hatten ja hier den großen Wildschaden und ich habe jetzt auch ein bisschen meinen Anbau für nächstes Jahr ein bisschen umgeplant. Diese Fläche habe ich hier immer nur jahrweise. Das heißt, ich weiß nicht wie lange. Irgendwann soll hier Solar raufkommen und bis die Genehmigung durch ist quasi, habe ich immer ein Jahr genau Zeit. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier auch Mais nach Mais zu machen. Es ist ein schwieriger Standort. Weizen geht hier nicht, hier geht auch kein Grannweizen, weil wir einfach 300 Dammwild haben. Ich hatte erst Gerste gedacht, aber 50 Hektar Gerste ist mir ein bisschen zu viel. So 30, 40 wäre okay gewesen, deswegen nehme ich da jetzt eine andere Fläche für. Und liegt auch ein bisschen daran, wir haben eine Fläche, ja, durch den schwereren Boden da, haben wir mit dem Strip-Till ziemlich uneben gemacht und die muss ich einfach lockern und wieder eindrillen, quasi und normal drillen im normalen Verfahren. Und deswegen habe ich mich jetzt auch für diese Fläche entschieden. Hier können wir einfach weiter Strip-Till machen, die Fläche ist ja hier glatt. Deswegen wird hier auch Mais nach Mais kommen. Wie gesagt, vermutlich mein letztes Jahr auf dieser Fläche, ich weiß es nicht genau. Also wie gesagt, ich hab die jetzt, darf die immer jahrweise so pachten. Ich weiß jetzt, dass ich die jetzt noch ein Jahr habe. Das wusste ich auch kurz vorher ja quasi nicht. Und dann machen wir da wieder weiter. Mais nach Mais ist nicht immer die schönste Variante, aber geht eigentlich problemlos. Und ja, im Prinzip die Regelung in der neuen GAP wird ja etwas aufgeweicht, sagen wir es mal so. Das heißt, es ist nicht mehr 100% auf allen Flächen ein Wechsel der Kultur notwendig, sondern ich glaube nur noch auf 70% und das ist ja gar kein Problem für mich. Genau, deswegen planen wir es mal ein bisschen um. Erbsen traue ich mich hier nicht herzunehmen, ganz ehrlich. Bei so viel Dammwild, das geht nicht gut. Ansonsten wäre natürlich auch für Erbsen, das ist kein schlechtes Stück hier, aber wie gesagt, da traue ich mich einfach nicht mit so viel Dammwild. Sonnenblume geht hier nicht, also es geht Weizen, geht hier auch nicht, auch kein Grannweizen, habe ich gerade schon gesagt. Raps geht, aber auch nur bedingt, also ein Jahr haben die auch wirklich mal hier gut weggefressen. Es geht im Prinzip Roggen und Mais, geht wirklich gut, wo ich weiß, das geht ohne Probleme. Ja, man merkt das hier, Wildschaden ist da, wir federn ja ein bisschen und es geht immer so ein bisschen hoch und runter und hier haben die Schweine zwischen den Reihen gewühlt. Ist ja gar nicht so schlimm im ersten Moment, muss man sagen. Die lassen ja dafür die Maispflanzen in Ruhe, wühlen hier nur zwischen den Reihen. Warum die das machen, kann ich euch gar nicht so richtig sagen. Da könnt ihr jetzt ein Jägertheorien aufstellen. Wir haben ja auch ein paar Jäger bei uns, bei YouTube vielleicht. Gebt doch mal ein bisschen eine Theorie ab. Warum? Warum, Leute? Warum wühlen die genau zwischen den Reihen, lassen die Pflanzen in Ruhe? Dadurch haben wir eigentlich keinen Schaden. Das ist eigentlich ganz nett, wir haben keinen Schaden und trotzdem haben wir nur ein bisschen unebene Fläche. Ne? So, da unten kommt der nächste Transporter an. Wir sind jetzt deutlich dichter als gestern. Wir beliefern ja jetzt auch quasi meine Ex-Anlage und sind jetzt deutlich dichter als gestern. Funktioniert wunderbar, ist gar nicht so weit, 7 Kilometer. Gestern hatten wir 16, 16 ist ganz schön weit. Habe ich quasi im Kopf eigentlich dichter geschätzt gehabt, aber war doch relativ weit. Aber nichtsdestotrotz passt das schon. Ein kleines Feedback kann ich euch noch geben zu den neuen Reifen von Michelin. Und zwar kann ich euch sagen, dass Svenny
Ah, dann wühlen die auch immer die Steine hoch, die Schweine. Das ist ein Riesennachteil, dass sie immer die Steine hochwühlen. Und zwar, dass Svenny der sparsamste Trecker in der Flotte ist. Selbst bei den Transportern, die weniger transportieren als Svenny. Svenny hat immer 50 Kubik und der großen Reifen auf dem Dicket gespannt hier drunter. Ist der 6R das sparsamste Gespann in der Flotte, ja? Also gestern, glaube ich, waren es 50 Liter weniger als der Fendt. Und der Fendt liegt, der 900er, der liegt immer so mit allen anderen auf. Ob jetzt da ein JCB kam mit der 50er Mulde, ob der New Holland da fährt mit der 50er Mulde. Man muss sagen, der hat die größte Bereifung drauf jetzt. Und der hat auch auf den Anhängern die größte Bereifung drauf. Aber unterm Strich verbrauchen die alle so ziemlich gleich. Svenny hat immer ein bisschen weniger gebraucht. Aber jetzt ist es wirklich viel, was Svenny weniger braucht. Jetzt sind es nicht mehr so die 10% am Tag, die Svenny weniger gebraucht hat. Jetzt sind es fast 20% weniger am Tag. Also das muss man sagen, das ist schon ein entscheidender Unterschied. Also die sind doch auf der Straße deutlich verbrauchsärmer. Also das ist es natürlich, ne? Letztendlich wird das interessant nachher, wenn man ein bisschen auf dem Acker mit dem fährt. Aber wir hatten bis jetzt noch keinerlei Probleme damit. Auch im Grünland sind ja auch trockene Bedingungen, Leute. Der Boden ist steinhart, das ist staubtrocken hier alles. Da haben wir ja keine Probleme. Zusammen mit meinem Jaguar drehe ich hier so meine Runden. Und viele von euch fragen dann auch immer so, was muss man da eigentlich so drücken? Naja, wie ihr seht, gerade gar nichts. Ja? Das heißt, Autofill macht hier seine Autofill-Show. GPS seine GPS-Show und CMOS Auto Performance hier seine Performance-Show. Also, im Gesamten, meine Assistenzsysteme assistieren mir gerade, wie ihr seht. Das heißt, aktuell bin ich für die Überwachung zuständig. Wenn ich jetzt so ein bisschen nach vorne gucke, worauf achte ich eigentlich so? Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Wildschaden habe, so wie hier, dann haben wir das öfter mal, dass auch mal Steine rausgewühlt werden. Ja, da gucke ich dann mal hin und ja, man hat ja, gut, das sind hier unsere Flächen, da kenne ich mich aus, aber öfter hat man mit mal Hindernisse, Fehler drin, dann weiß der Geier. Das Schöne ist, durch die Assistenzsysteme hat man wieder ein richtig schönes Auge für den Bestand und kann gucken, ob hier was ist. Also hier kommt wieder ein bisschen Wildschaden, gar kein Problem. Wenn man so homogene Bestände hat wie hier, kann man auch wirklich alles automatisch fahren lassen und das geht wunderbar. Hier seht ihr ja quasi die Motorauslastung, die ist im grünen Bereich. Und hier unter sind die Motorkennlinien, 10 von 10 heißt, wir haben die maximale Leistung anliegen. Und sobald mal irgendwann weniger Material kommt, weil da vielleicht gerade eine Stelle ist, wegen Wild oder ähnliches, geht er sofort runter mit den Kennlinien, gibt weniger Leistung frei, weil er die gerade gar nicht braucht und spart dadurch ja Diesel. Das ist enorm. Das ist richtig gut, wie das funktioniert. Und wie weiß er das? Also im Prinzip misst er schon unten im Einzugskanal unter uns die Schichtdicke. Und dann weiß er ja meinetwegen, ja, gerade er erntet die und die Schichtdicke und braucht da so und so viel Leistung. Und er weiß sofort natürlich auch, jo, jetzt kommt weniger, also kann ich gleich weniger Leistung machen. Und das funktioniert wirklich brachial gut. Anfangs ist das total komisch, weil gefühlt, auch wenn die Kennlinien runtergehen, seht ihr das, die Drehzahl vom Motor ändert sich gar nicht. Und normalerweise ist das als Fahrer total ungewohnt. Du willst eigentlich die ganze Zeit irgendwie, ja, wenn er dann wieder mehr Drehzahl kriegt, dann willst du ihm wieder mehr drücken. Aber das ist hier gar nicht mehr der Fall. Der fährt hier die ganze Zeit seine Drehzahl vor sich hin und erst darüber hinaus wird der Motor döller gedrückt. Das ist anfangs echt komisch, fährt sich dann aber mega geil. Weil er macht dieses krasse Hochtouren nicht mehr, was ja auch letztendlich Energie kostet. So, wenn er dann voll ist und er sagt, jo, Anhänger ist maximal beladen, hat er eben gesagt, mit Autofill, dann steuere ich alleine und zwar komplett alleine. Das heißt, ich nehme dann komplett Autofill raus. Ja, also ich könnte ihn natürlich auch so steuern lassen, dass er die Krümmerklappe nach wie vor steuert und achte darauf, dass es mittig trifft. Aber ich befülle das ein bisschen anders, den Berg. Und zwar lasse ich das so auftreffen, dass das so ein bisschen rüber schwappt. Muss man genau den richtigen Punkt treffen, so wie jetzt. Dann schwappt das so ein bisschen rüber und ist ja richtig schön mittig beladen. Ein Stück zu weit vorne ist einseitig beladen, zu weit hinten hauen wir den Berg weg. So, und wenn er dann unten drunter rauszieht, seht ihr, ist der richtig schön beladen und da ist doch was daneben gefallen. Hannes, Vorführeffekt. Vorführeffekt. Genau. Also das ist erstmal das, was ich machen muss. Wir sind jetzt hier ein bisschen dichter, aber ich muss noch stehen, aber nicht mehr lange. Sagen wir mal 3-4 Minuten.
pro Transporter. Nicht pro Transporter. Nachdem alle Transporter einmal durch sind, ungefähr 3-4 Minuten und dann geht es weiter. Wenn ich jetzt nach oben ausgehoben habe, interessanter Fakt, ja, also der dreht sich jetzt noch weiter, der Vorsatz, ich drücke jetzt hier R, jetzt bleibt er stehen. Wenn ich den aber so anheb und der dreht sich dann langsamer, dann passiert da Folgendes. Der Vorsatz dreht noch, aber der Einzugskanal stoppt. Das verhindert, dass man halt Material mit halber Drehzahl da durchzieht. Und zusätzlich ist das ganz nett. Die Leute, die dann unterm Turm durchfahren, da kommt kein Material raus. Das heißt, wenn wir auch am Vorgewende umdrehen, ja, dann hebt man ja aus, er reduziert die Drehzahl und er stoppt den Einzugskanal. Dann drehen wir um, der Transportfahrer fährt rum und erst wenn er unter dem Turm ist, der Anhänger, dann mache ich das Schneidwerk runter, dann fängt der Einzugskanal an wieder zu drehen und dann kommt wieder Material raus. Viele kennen das bei euch sicherlich vom Maishäckseln beim Umdrehen. Man kriegt immer irgendwie Mais gegen die Scheibe und das ist ziemlich ärgerlich, weil es ist immer irgendwie milchig und man kann schlechter gucken und nervig. Das ist eine interessante Lösung. Dadurch, dass der Einzugskanal stoppt, kann da kein Material durchkommen. Und man hat immer, Leute, ansonsten einen Kolben gehabt, eine Pflanze, die beim Umdrehvorgang immer noch mal rauskam. Und die musste immer noch mal gegen die Scheibe gegen vom Transportfahrer. Das hat die geliebt, diese eine Pflanze. Haben wir nicht mehr. Ist ganz nett gelöst, muss man ehrlich sagen. So, aber gucken wir uns doch jetzt einmal die Bedienung an, was ich hier überhaupt machen muss, wenn ich was machen muss. Hier ist mein Joystick. Wenn ich den nach hinten ziehe, werde ich langsamer. Wenn ich den nach vorne schiebe, werde ich schneller. Der bleibt stehen. Ja, das heißt, wenn ich den jetzt nach hinten schiebe, bleibt er in der Position stehen, den ich gerade fahre. Und diese Position steht für eine gewisse Geschwindigkeit. Und wenn ich den jetzt marginal nach vorne bewege, werde ich schneller. Wenn ich die Autopilot-Taste drücke, aktiviere ich die automatische Lenkung. Da ist ja auch ein Lenkradsymbol drauf. Und gleichzeitig CMOS Auto-Performance. Das heißt, die Geschwindigkeit steuert er alleine. Jetzt nicht, jetzt ist das Symbol hier schwarz. Ich habe ja gerade ihm die Geschwindigkeit vorgegeben. Jetzt habe ich hier oben drauf zwei Tasten. Einmal hier zum Aktivieren von Autofill und einmal hier für das automatische Turmdrehen. Einmal antippen, schwenkt er auf genau die gegenüberliegende Seite. Das heißt, wenn er da ist, dreht er sich dahin. Und wenn ich den gedrückt halte, fährt er in Mitteposition. Das heißt, zum Anhäckseln ist er dann bereit. Ich habe hier hinten, aber das sieht man gut, noch einen Kippschalter. Dieser Kippschalter ist frei belegbar. Ich habe hier eine Favoriteneinstellung. Jetzt, wenn er so eingestellt ist, kann ich das Schneidwerk neigen. Wenn ich dann nochmal drücke, kann ich natürlich auch Autofill, Vorschubregelung, Drehzahlen, den Turm hoch und runter machen. Ich habe wirklich alle Funktionen, die ich mir relativ schnell darauf packen kann. Hier habe ich die Funktion der Schneidwerkanpassung. Das heißt, ich drücke da einmal rauf, dann habe ich hier eine vorgespeicherte Höhe. Wenn ich nochmal rauf tippe, aktiviere ich die zweite eingespeicherte Höhe. Entschuldigt. Zack. Und genauso ist das beim Ausheben. Das heißt, ich drücke hier oben rauf und dann hebe ich das Schneidwerk aus fürs Vorgewinde. Hier kann ich es manuell hoch machen und da manuell runter machen. Hiermit lasse ich den Vorsatz rückwärts laufen. Hiermit aktiviere ich den Vorsatz zum Reindrehen. Was haben wir noch? Den Turm. Und das ist ganz interessant zu wissen. Früher war der Joystick ja so. Und dann war das so, hat man nach rechts gedrückt, ging der Turm quasi nach hinten, nach links ging er quasi nach vorne, nach oben ging die Krümmerklappe weit, nach unten kam die Krümmerklappe ran. Sehr intuitiv. Jetzt muss man sich das vorstellen, auf diesem Joystick liegt der Daumen ja so. Aber die Funktion ist geblieben. Das heißt, hier oben ist Krümmerklappe weit, das war ja vorher nach oben tippen, das ist jetzt quasi nach links tippen. Und nach hinten tippen ist Krümmerklappe nah. Das ist am Anfang gar nicht so intuitiv, weil man denkt, hier Krümmerklappe nach unten ist nach unten drücken, Krümmerklappe nach oben ist nach oben drücken. Und hier ist Turm drehen. Aber wenn man aus dem Gedankengang rauskommt, dass man den Joystick so hatte und jetzt hat man es so, ist die Tastaturbelegung damit gleich geblieben. Ich habe damit zwei Belegungen, genauso wie hier. Das heißt, ich kann damit einmal tippen, dann geht alles langsam, auch hier. Ich tippe einmal, dann geht alles langsam und dann drücke ich durch und da kommt so ein kleiner Klick beim Durchdrücken, so ein kleiner Widerstand. Und wenn ich dahinter komme, drehe ich schnell. Das heißt, beim Vorgewende, wenn ich minimal drücke, dann dreht der Turm sich ganz langsam. Wenn ich durchdrücke, dreht er sich ganz schnell. Das ist halt
interessant zum Anhäckseln, wenn der Turm sich nur langsam drehen soll oder wenn man beim Umdrehen, wenn er sich schnell drehen soll. So, jetzt ist der ja voll. Er hat jetzt gerade gesagt, der ist voll. Hier oben blinkt jetzt Autofilm. Und ab jetzt baue ich den Berg alleine. Und ich mache das aber so, dass ich Autofill deaktiviere mit dieser Taste. Zack. Ja, jetzt ist das deaktiviert und jetzt baue ich den Berg alleine. Ich komme damit einfach besser klar und ich baue den Berg so ein bisschen, ja, von hinten, damit er sich sozusagen selber aufbaut. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Man braucht da Material, damit er sozusagen überschwappen kann. So, dann. Und am besten so ein bisschen schräg von vorne gegen den Berg, dann kriegt man richtig schön eine mittlere Beladung hin. Viele Leute bauen anfangs den Berg leider entweder hier vorne, so, da sieht er schlecht aus und zu weit hinten ist auch blöd, weil ich den dann runterschieße. Ja, das heißt, der Strahl ist ja ziemlich groß. Wenn ich im falschen Winkel jetzt auf diesen kleinen Haufen darauf treffe, schiebe ich den komplett runter. Und das wollen wir nicht. Und deswegen brauchen wir so ein bisschen Material, damit wir hier sowas rüberfließen lassen können, ja? Muss genau, gibt es so einen Punkt, da muss das genau hintreffen und den müssen wir annehmen. Und dann kriegen wir das hin, dass wir den Anhänger befüllen, ohne dass es rüberfließt. So, und am Ende halte ich jetzt einfach an, ich ziehe den Joystick dabei nach hinten und dann fährt er raus. Und jetzt mache ich die Krümmerklappe weit. Heb noch mal ein bisschen an und fahr zurück. So, jetzt hat er leider Gottes nur eine Pflanze da durchgezogen. Und das ist im Prinzip die ganze Show. Wenn man lenken will, dreht man einfach am Lenkrad. Ansonsten ist der Autopilot aktiviert. Das heißt, der ist jetzt hier auf Standby. Und wenn wir jetzt das Schneidwerk runter machen würden und würden vorfahren, würde der grün werden und würde weiterfahren. Jetzt habe ich gelenkt, jetzt ist er nicht auf Standby. Jetzt lenke ich komplett alleine. Kann es auch nicht aktivieren im Stand, sondern immer nur, wenn ich fahre. Genau, das zu wissen. Was noch ganz interessant ist, ist die Motordrückung, beziehungsweise der Bereich, der Arbeitsdrehzahlbereich. 1800 Umdrehungen ist jetzt der Bereich, wenn ich sozusagen den auf diese Stellung fahre und er fährt auf Arbeitsdrehzahl, dann ist 1800 Umdrehungen. Mehr brauchen wir einfach nicht. Wir fahren den Motor sowieso in der Drückung. Das wäre jetzt völliger Quatsch, wenn wir jetzt auf 2000 Umdrehungen fahren und würden den dann wieder auf 1600 runterdrücken. Das wären einfach 400 Umdrehungen verschwendet. Ja, das kostet alles Kraftstoff. Ich nutze das, oder man kann das auch nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel schlechtes Material hat, was schlecht fließt. Dann heißt, man muss das wirklich besser werfen, oft beim Gras. Und dann ist es öfter so, dass ich dann auch mit mehr Drehzahl fahre als jetzt. Beim Mais ist das alles wunderbar, das geht ja problemlos, da braucht man nicht drauf achten. So, und was heißen jetzt diese 1580? Im Prinzip ist das der Bereich, bei wem der Motor runtergedrückt werden darf. Ihr seht ja, hier, der geht jetzt auch manchmal weiter runter. Man muss da wirklich aber auch wissen, Häcksler sind wirklich Maschinen, die man drücken muss und drückt. So, das heißt, man kann den hier natürlich drücken in einem bestimmten Drehzahlbereich. Man muss dazu wissen, der Motor hat natürlich bei 1800 Umdrehungen nicht seine maximale Kraft, sondern die hat er ja tiefer. Meistens bei den Motoren 1600 Umdrehungen. Bei den modernen Niedrigdrehzahlmotoren ist es natürlich noch tiefer, ist er ja aber hier nicht. So, und das heißt, wir müssen ja den erstmal so viel Last dem Motor beibringen, dass er in diesen Drehzahl reinkommt, dass er auch die ganze Kraft braucht. Und das ist im Prinzip der Bereich, bei dem man die ganze Zeit fährt, diese 1600 Umdrehungen. Ich kann den noch weiter drücken, bekomme aber gar nicht viel mehr Leistung dazu. Und im Gegensatz zu einem Mähdrescher, wo alle Parameter immer dieselbe Geschwindigkeit brauchen und darauf ausgelegt sind, immer die richtige Geschwindigkeit zu haben, ist es beim Häcksler nicht so. Das heißt, wenn der Motor oder beziehungsweise wenn alle Komponenten langsamer drehen, dann werden halt alle Komponenten langsamer, ja? Auch der Einzugskanal und, damit die Schnittlänge gleich bleibt. Er wirft halt aber auch nicht mehr so krass. Wenn man jetzt zum Beispiel anhäckselt und muss ewig weit werfen, dann ist das manchmal okay, wenn man den nicht ganz so doll drückt, weil er dann eine höhere Drehzahl überall hat an den Komponenten und dann döller dreht. Das ist aber nur marginal der Unterschied. Ja, Mähdrescher ist komplett anders. Mähdrescher hat aber auch komplett andere Lastkennlinien. Das heißt, den muss man nicht auf 1600 Umdrehungen runterdrücken, je nachdem, wo er läuft.
damit er die maximale Last hat, sondern der hat die meistens auch in dem Bereich ungefähr. Das heißt, wenn er 2000 Umdrehungen läuft, dann hat er bei 1900 die maximale Kraft anliegen. Das ist wichtig zu wissen, weil viele Leute sagen, ja, das ist gar nicht gesund mit den Motoren, dass man die so drückt. Doch, dafür sind die gebaut. Und die ganzen Maschinen sind so konzipiert, dass man die bei 100% Motorauslastung fährt und in diesem Bereich drückt. Sonst wäre dieser Bereich ja gar nicht grün. Sonst wäre der ja rot. Ja? Und das Schlimmste ist im Prinzip für Motoren, ist eigentlich eine ungleichmäßige Zuführung. Also wenn der Gutfluss nicht gleichmäßig ist, wie zum Beispiel Grashäckseln. Grashäckseln ist eine Todesstrafe für den Motor, weil er die ganze Zeit unterschiedliche Lasten bekommt. Aber im Mais ist das ja was komplett anderes. Der fährt ja super homogen hier durch und der Motor dreht ja super gleichmäßig. Ganz, ganz andere Baustelle. So, das sind im Prinzip erstmal die groben Parameter, die man wissen muss. Hier hat man seine Drehzahl. Erster ist Standgas, in der Mitte ist sozusagen das automatische Gas, was wir gerade fahren mit CMOS Auto Performance, und unten ist Vollgas. Wenn man jetzt zum Beispiel Gras häckselt und man hat so einen kleinen Knäuel in der Pickup, kann man da nochmal mit richtig Schwung das Material da durchziehen. Dafür braucht man dann auch mal hohe Drehzahlen. Hier ist ganz einfach zu erklären, einklappen, ausklappen vom Vorsatz, hochheben, runterheben, also hochheben den Turm, runtersenken, Siliermittel, Tank aktivieren, parken, Allrad, Differentialsperre, Gänge durchschalten, also zweiter Gang, erster Gang. Ja, wir haben zwei Gänge hier im Häcksler, wir fahren eigentlich den ganzen Tag auf dem Acker den ersten Gang, damit können wir bis 20 km/h fahren, reicht komplett aus, brauchen wir eigentlich auch nicht schneller fahren. Hier sind die Komponenten, was wir noch einzustellen haben, ist gar nicht in erster Linie so viel. Die Schnittlänge, das ist im Prinzip das, was der Abnehmer so ein bisschen vorgibt, beziehungsweise ja, der Kunde oder. Das ist der Parameter, den man als Häcksler ein bisschen Fahrer überwachen muss. Das ist im Prinzip der Cracker oder beziehungsweise Kornprozessor. Alle Hersteller haben verschiedene Namen dafür. Und im Prinzip ist das die Öffnung zwischen zwei rotierenden Walzen. Ja, die 2,4 mm durch, das ganze Material, alles was da rauskommt, geht aus einer 2,4 mm großen Öffnung. Und wir fahren den relativ eng und erreichen damit, dass die Körner richtig zerschrotet werden. Damit haben wir höhere Energieausbeuten und es wird weniger weggeschmissen, sowohl beim Rind als auch bei der Biogas. Ja? Biogas hat natürlich deutlich längere Verweilzeiten, so ein Rind hat nur 12 Stunden, bis das einmal durch Bäuchi durch ist. Eine Biogas ist natürlich deutlich länger. Hier wäre Siliermitteltank, also ich habe die letzte Mal gespült, den Siliermitteltank, deswegen steht hier 400 Liter pro Stunde. Den kann man aber auch natürlich durchsatzabhängig fahren. Das ist die Trockenmasse aktuell, die wir häckseln, und das ist der Abstand vom Beschleuniger. Das heißt, wie dicht hier dieser Beschleuniger an der Rückwand dran ist. Je dichter der ist, umso weiter wirft er, umso mehr Kraftstoff brauchen wir auch. Mit 7,5 fahren wir jetzt hier. Bei meist, wenn die Jungs neben mir fahren, beim Anhäckseln mit 1. So, jetzt hat er wieder Bescheid gesagt und jetzt baue ich den Berg wieder komplett alleine, ist gestrichen voll und dann geht's weiter. Und dann immer einen nach anderen, ne? Das macht man hier den ganzen Tag. Bis dann erstmal. So Leute, was viele immer interessiert, ist ja das Anhäckseln. Und ich habe jetzt extra einen neuen Saugnapf gekauft. Ich hoffe, der hält jetzt auch, wenn wir den hier oben ranhauen. So, dann müsste eigentlich klappen. Der Boden ist so hart, dass sich das durch das Raupenlaufwerk wie ein Plattenweg anfühlt. So, wir fahren jetzt hier einmal hoch und dadurch dazu fährt dann der Transporter hinter mir. Wir sind jetzt hier an der Hecke, wie ihr gleich sehen werdet. Ich fahre da jetzt aber nicht ganz dran, weil wir jetzt eh mit einer AB-Linie hochfahren können. Und wir haben sozusagen eh eine Schnittfläche, die nicht genau passen wird. Am Vorgewende fahre ich meistens eigentlich schon die erste Bahn am Rand. Außer wenn wir jetzt so wie eben, wie ihr das gesehen habt, wenn da jetzt Bäume sind. Wenn da Bäume sind, ja, dann fahre ich das nicht, weil wir dann ja quasi den Turm hinter mir haben und hoch haben. Und dann zieht man den Turm durch die ganzen Bäume durch. Ist nicht so ganz geil, deswegen lasse ich da am Rand also 7-8 Meter stehen.
die wir dann häckseln, wenn der Turm seitlich ist und dadurch ja, ist er nicht mehr unter den Bäumen und wird nicht mehr durch die Bäume gezogen. Na klar, schneidet man die Bäume natürlich frei, aber meistens nur auf 4 Meter. Und ich glaube, der Turm ist auf 7 Meter hoch. Das heißt, so schneidet man den natürlich ja nicht frei. Ne? So, die Transporter fahren hinter mir. Das ganz Nette ist bei einem 9-Meter-Schneidwerk hier so kleinere Traktoren, so ein 6R165 ist das gerade hinter mir. Der kann natürlich so ziemlich neben mir fahren und neben meinem Hinterrad. Wenn wir jetzt aber so einen dicken Büffel haben wie den Fendt, ja, da ist da kaum Platz. Das heißt, wenn ich da mal ein bisschen Lenkeinschlag mache, dann haben wir da wenig Freiraum, überhaupt was zu lenken. Und gerade am Vorgewende, wenn man so ein bisschen in die Kurven sich da durchfahren schlängeln möchte, ist da kein Platz. Deswegen fährt er so leicht oder fahren die leicht hinter mir versetzt, also auch so seitlich versetzt, aber so, dass das Frontgewicht, sagen wir mal, schon so in Höhe der Maschine ist, aber die Räder noch so hinter mir bleiben. Ich habe hier im Menü den automatischen Punkt des Anhäcksels. Das heißt, damit ändert er die Turmsteuerung. Ich habe ja so die sogenannte Optifill-Steuerung drin. Das heißt, immer wenn ich den Turm drehe, bewegt sich die Krümmerklappe mit, dass ich quasi immer eine Linie auf dem Hänger befülle. Das heißt, ich drehe den Turm und normalerweise würde man ja in einem Bogen befüllen, aber er steuert die Krümmerklappe so, dass es eine Linie bleibt. Das ist aber zum Anhäckseln gar nicht geil, weil das komplett kontraproduktiv ist. Ja? Ich will ja nicht, wenn ich den Turm drehe, auch dass sich gleichzeitig die Krümmerklappe dreht. Und dann habe ich über den Menüpunkt Anhäckseln, dass er das automatisch mit ausmacht. Dann stellt er das Autofill nach hinten. Ich fahre jetzt hier aber ohne Autofill. Ich fahre halt komplett alleine. Und er stellt den Beschleuniger so dicht auf 1 mm, dass ich döller werfe. Ja? Das kostet auch mehr Kraftstoff, weil das Material wird mehr beschleunigt. Und wenn die Jungs neben mir fahren, dann brauche ich ja nicht so doll beschleunigen, sodass der normalerweise auf 7,5, 8, 9, 10 steht. Ja? Und das ist interessant gelöst. Normalerweise hat man diese Punkte immer schnell durchgeschalten, also Optifill aus, Beschleuniger dichter, vielleicht noch Drehzahl ein bisschen höher genommen, damit er ein bisschen weiter wirft. Und das hat man jetzt im Prinzip gelöst, indem es einmal diesen Modus des Anhäckseln gibt. Da tippe ich einmal rauf und dann stellt er alles um. Sonst müsste ich ja Autofill auch nochmal umstellen. Ja, und auch gerade für Fahrer, die vielleicht mal aushilfsweise fahren müssen. Und man erklärt ihnen, ja, du musst Autofill umstellen, wenn du es nutzen willst. Oder du musst Optifill noch ausmachen und du musst den Beschleuniger noch eng machen. Und mitunter vergessen sie das und wundern sich, warum sie nicht richtig anhäckseln können, wenn sie einen Turm drehen und der macht die Krümmerklappe, bewegt die mit. Da ist das natürlich deutlich einfacher. Ich als geübter Fahrer kann den Jungs das einstellen und sage, ja, tipp mal hier auf Anhäckseln und dann fahr mal los. So haben halt auch ungeübte Fahrer relativ gute Erfolgsergebnisse nach den ersten paar Stunden des Fahrens. Ja, wir fahren eine Runde. So. Haben wir das jetzt angekündigt, dann lässt er sich ein bisschen zurückfallen, damit mein Arsch jetzt hier rumkommen kann. Ja, und jetzt fahren wir im Prinzip im Kreis, dass die Transportfahrer umdrehen können. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben ja hier Feldentfernung, Feldlängen von Kilometer, 1,5 Kilometer. Das heißt, ich würde ja nicht mal mit allen Transportern einmal rumkommen, sodass sie alle mir hinterherfahren. Und das blockiert letztendlich auch Transporter. Ich fahre jetzt hier eine Schlaufe und wie ihr hoffentlich sehen könnt, treffe ich da auch ziemlich gut rein. Lass mir hier vorne immer so für 1 Tonne Platz. Treffe dann da rein. Die Transportfahrer können jetzt umdrehen. Der wartet jetzt kurz. Alle ran. Jetzt kommt der nächste rangefahren. Und ich fahre direkt weiter. Jetzt kann er natürlich auch vorwärts zurückfahren, hat richtig Schwung drauf, das Ganze geht richtig flott. Und geht wirklich ohne Probleme, dass man das so macht. Das ist völlig normal bei Flächen in unseren Größen hier und hier fährt auch niemand rückwärts oder ähnliches. Also man sieht das ja, wenn die Flächen halt extrem klein sind, sagen wir mal 100, 200 Meter, ist es ja auch gar kein Problem, rückwärts zu stoßen und dann rauszufahren. Ist aber
in unseren Lagen, also wirklich Wahnsinn, sowas machen zu müssen. Deswegen einfach hier so eine schnelle kleine Kurve und dann fährt man weiter. Zusätzlich, wenn wir jetzt nachher in der ersten Runde sind und die Transporter meinetwegen aus einer anderen Feldeinfahrt kommen und kommen mir entgegengesetzt und wir haben erst die erste Spur freigehäckselt und ich fahre auf der zweiten Spur. Dann haben wir 18 Meter, das reicht für die großen Gespanne nicht richtig zum Umdrehen. Dadurch haben wir überall so eine Schlaufen drin, das heißt, sie fahren bis zur Schlaufe, drehen um, fahren weiter. Haben wir immer überall Wendepunkte, sodass das Ganze möglichst zügig geht. Man muss sagen, bei diesen kleineren Hängern funktioniert Autofill hervorragend. Ich kann das jetzt aktivieren und kann mit Tipp, also mit Tipp auf den Joystick, jeweils die Auftriffpunkte sofort verändern. Macht das nicht übers Terminal, sondern tatsächlich hier über den Joystick und sehe die Auftreffpunkte am Bildschirm sich verändern. Das heißt, da seht ihr die Auftriffpunkte und wenn ich jetzt tipp, kann ich den ein bisschen weiter rüber tippen und tippe noch zweimal nach vorne und stelle den hier weiter nach vorne an. So, zack. Kann ich relativ zügig machen. Wenn jetzt ein neuer Transporter unterfährt, also wenn Autofill deaktiviert und wieder aktiviert wird, wird der Auftreffpunkt erstmal wieder auf ganz vorne gesetzt. So. Das soll es erstmal gewesen sein. Also der, jetzt befüllt er übrigens auch nicht automatisch mit Füllhöhe, sondern so, wie ich die Punkte hier verteile. Das soll es erstmal gewesen sein in dieser Folge, Leute. Ich glaube, das war ganz interessant. Jetzt fängt das hier an zu regnen. Das macht in der Regel gar nichts. Es wird erst kriminell, wenn der, wenn der Boden richtig anfängt zu moddern. Das ist so, sozusagen das größte Problem. So, ich lasse mal für euch auch Autofill. Ich hoffe, ihr seht das. Ich lasse mal Autofill jetzt hier auch in die Kurve drin. Funktioniert auch echt gut. Aber wie gesagt, bei dem, naja, gerade angesprochen, funktioniert es nicht so gut. Bei den großen Hängern nicht ganz so gut. So, zack. Jetzt ist er so gut wie voll. Und jetzt fahre ich nur noch ein bisschen seitlich mit ihm und mache ihm dann richtig voll und mit dem nächsten häcksel ich an, damit ich mir die Schlaufe jetzt spare. So, wir fahren nur noch ein bisschen über die Seite. Ich mache den dann voll, ne? Ja, genau. So, ein bisschen auf meinen Turm aufpassen hier mit den Bäumen. Mal ein bisschen nach hinten drehen. So, also jetzt fehlen da noch 3-4 Tonnen drauf. Schön ist auch bei 9 Meter, kann es problemlos an anderen Transporter vorbei häckseln. Die können sich da an den Rand stellen. Müssen nicht irgendwo warten, sondern du hast einen richtig ungehinderten Verkehr. Bei 57 ist das alles schon ein bisschen grenzwertiger, weil der Transporter mir natürlich massig dicht rankommen muss, damit die überhaupt nebeneinander vorbeipassen. Aber so kann der Transporter seinen gewohnten Abstand fahren und dahinter fährt dann der andere Transporter dran vorbei. Also, soweit dazu, Leute. Mein GoPro-Speicher ist jetzt gleich voll, die Karte ist gleich voll, deswegen müssen wir das Ganze hier mal beenden. Vielen, vielen Dank für diese Folge. Die war auch, glaube ich, ganz interessant für viele, die sich für die Technik mal interessieren. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst doch gerne mal ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Oder schaut mal im Shop vorbei. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch was dabei. Bis dahin, Leute.